Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Lichtblick. Wir möchten weiter an dem Thema Team dranbleiben. Und dazu habe ich heute einen neuen Beitrag, der so von folgenden Ausgangsüberlegungen ausgeht. Zum einen nehmen die Herausforderungen in der Pflege immer mehr zu. Das heißt, immer komplexere Zustandsbilder müssen bewältigt werden, und von daher müsste man eigentlich die Widerstandsfähigkeit der Pflegenden, mit solchen Zustandsbildern klarzukommen, stärken. Zum Zweiten gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Pflegenden in ihrer Arbeit und der geleisteten Pflegequalität. Also es läuft im Englischen so unter dem Titel Doing Good bringt Feeling Good. Ja, diese beiden Dinge hängen zusammen. Ja, das heißt also, je besser die Pflegenden, so vermutet man, die Herausforderungen der Arbeit bewältigen können, also je mehr sie Erfolge und positive Ergebnisse haben, desto größer ist auch ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden. Und dann kommen wir zum dritten Faktor. Ob man dann eine gute Pflegequalität erarbeiten kann, das hängt sehr stark von der Teamqualität ab. Also ob ich mich in einem Team wohlfühle, ob ich dort gestützt werde, ob ich Hilfen bekomme, ob ich die adäquaten Ressourcen habe, ob man Erfolge entsprechend gemeinsam feiert. Wir haben also drei Faktoren, um die es geht. Einmal die geleistete Pflegequalität, zweitens die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Pflegenden, drittens die Teamqualität. Wie stehen diese drei Elemente miteinander in Beziehung? Darum geht es in dieser australischen Studie. Verschärft wird dieser gesamte Zusammenhang noch durch folgenden Umstand, dass die Anzahl der examinierten oder diplomiert Pflegenden weltweit sinkt und zugleich die Anzahl der Assistenzpflegenden sehr stark steigt, wobei in den verschiedensten Ländern sogenannte Assistenzpflegende ganz unterschiedliche Grade der Fortbildung und der Ausbildung haben. Aber immerhin, die Gesamtsituation sieht dann so aus, dass immer komplexere Zustandsbilder auf immer weniger wirklich hochqualifizierte Pflegende treffen. Und diese Zustandsbilder sind nicht nur von dem Krankheitsgeschehen, von der Komorbidität her komplexer, sondern was zunimmt, ist Gewalt, ist Beschimpfung, es ist auch Uneinsichtigkeit der Patienten, also mangelnde Compliance, ja, all diese Dinge, die nehmen zu und die machen die pflegerische Versorgung erheblich schwieriger. Und man rechnet damit, dass das in den nächsten Jahren zunehmen wird. Das heißt, sowohl die Zustandsbilder, die emotionalen Aspekte, die damit zusammenhängen, und die Abnahme von wirklich qualifiziert Pflegenden. Wohin das führt, kann man sich vorstellen, nämlich Assistenten, die also mit der Pflege vollständig überfordert sind, und Pflegende, die kaum noch mehr in der Lage sind, die Assistenten entsprechend zu supervidieren. Es ergeben sich also aus diesen Zusammenhängen drei Thesen, so könnte man sagen. Die erste These lautet, ein gutes soziales Klima stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen den Stress. Und das bedeutet, Resilienz, Widerstandsfähigkeit ist nicht nur ein Merkmal des Einzelnen, sondern letztlich ein Merkmal des Kollektivs. Und je mehr man vom Kollektiv unterstützt wird, desto mehr wächst man über sich hinaus und leistet auch Dinge, die man vielleicht unter anderen Umständen so zu leisten gar nicht in der Lage wäre. Die zweite These ist, das soziale Klima erhöht auch das Wohlbefinden während der Arbeit. Das heißt also, Erfolge werden wahrscheinlicher, Arbeitsergebnisse werden positiver, man klopft sich mal gegenseitig mehr auf die Schulter. Ja, das ist so die zweite Geschichte. Und die dritte These ist, ja, das soziale Klima verbessert die Pflegequalität, also die Ergebnisse. Je mehr ich mich gestützt fühle vom Team, desto mehr haben wir auch gute Pflegequalität. Und diese bessere Pflegequalität, die erzeugt wieder ein besseres Wohlbefinden. Also die Reihenfolge ist, doing good führt zum feeling good. Und wenn wir dann alle aufgrund von guten pflegerischen Ergebnissen auch ein höheres Wohlbefinden haben, dann fördert dieses Wohlbefinden wiederum das soziale Klima. Das heißt, es handelt sich um drei Faktoren, die im Rahmen einer Schleife miteinander eng verbunden sind.
Das heißt, aus Doing Good kommt Feeling Good, aus Feeling Good kommt ein gutes Team und das gute Team ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass man gut arbeiten kann. Diese Zusammenhänge, die wurden also empirisch überprüft über Fragebögen und dort hat man über ein statistisches Verfahren den Zusammenhang zwischen diesen drei Schritten relativ überzeugend erweisen können. Konkret bedeutet das, dass man neben der Pflegequalität auf das soziale Klima oder die Teamfähigkeit als Leitung achten muss. Beides ist also in gleicher Weise wichtig. Wenn man nur auf die Pflegequalität achtet, ohne auf den Teamzusammenhalt, dann gelingt es nicht. Also ein guter Teamzusammenhalt und eine gute Pflegequalität sind also zwei einander ganz wesentlich beeinflussende Merkmale. Ja, insofern mal wieder unser Lichtblick und wieder mal mit einem Thema zum Bereich Team. Das passt eigentlich ganz gut in die anderen Aspekte, die wir zu diesem Thema eigentlich schon und Ihnen vorgestellt haben. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Schauen Sie mal auf unseren Blog. Dort gibt es jede Woche interessante Beiträge und Rückmeldungen Ihrerseits sind uns immer hochwillkommen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir kriegen. Bis dahin und auf Wiedersehen.